Schönen guten Morgen. Morgen. Wir drehen heute einen Film. Habt ihr schon Ideen? Jeder von uns hat sich eine eigene Geschichte ausgedacht. Na gut, dann machen wir einfach aus allen Geschichten eine große Geschichte. Wir brauchen mal zuerst ein Mädchen. Und einen Bösewicht. Und natürlich die Eltern. Ja, aber wie soll sie denn heißen? Das Mädchen könnte Mina heißen. Ja, und der Bösewicht heißt Dark Damon. Und wo soll das Ganze eigentlich spielen? Also, der Film sollte am Mars spielen. Ja, der Mars soll explodieren. Nein, es soll in einem verfluchten Wald spielen. Und der Wald soll brennen. Und explodieren. Da können wir ja gleich Schneewittchen und die sieben Zwerge spielen. Nein, kein brennender Wald und keine sieben Zwerge. Sie ist im Urlaub in Tokio. Das verfluchte Tokio. Immer, wenn es blitzt und donnert, verwandelt sie sich in... ein Alien! Nein, in Lightning Girl. Aber um was soll es überhaupt gehen? Es soll um einen magischen Stein gehen. Damit könnte sie Tokio verfluchen. Nein, damit kann Tokio explodieren. Nein, damit kann sie sich teleportieren. Auf den Mars. Nein, der Mars ist explodiert. Aber sie muss zuerst den Stein finden. Ja, und der Stein ist in einem verfluchten Wald, in einer verfluchten Höhle, bei einer verfluchten Hexe. Ja, klar, mit Schneewittchen und den sieben Zwergen. Auf dem Mars. Ja, ja, und der Mars-Ex! Nein! Nein, der Stein ist in Tokio und ihr Freund Dark Damon sucht ihn auch. Wer bekommt den Stein und gewinnt? Na, sie natürlich. Nein, er gewinnt. Nein, beide verlieren. Nein, die Hexe und die sieben Zwerge gewinnen. Nein, alle sollen explodieren. Nein, beide gewinnen. Und wenn sie einen Stein bekommt, dann verwandelt sie sich in Lightning Girl und rettet ganz New York. Und wenn sie nicht explodiert sind, dann leben sie noch heute.